Erzähl mir mehr von diesem Dracul. Was ist seine Schwachstelle? Was ist ihm lieb und teuer? Ihm ist nichts mehr wichtig. Ich habe seine Frau gepfählt, um ihn zu provozieren. Hat es funktioniert? Nein. Ich dachte, so würde er mich angreifen, bevor er seine Heere sammeln kann. Er hat dich und deine Heimat ausgelöscht. Du hattest recht, sie gegen ihn zu verwenden, aber warst zu schwach, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Was ist das? Das ist Kreia, meine Heimat. Nein, das ist es nicht. Das ist eine Weide voller Vieh. Wir werden dieses Vieh benutzen. Sein Blut wird uns dabei helfen, unsere Fehler wieder gut zu machen, törichter Dieb. Lass das Fest mal beginnen! Töte und verbrenne alles, was du findest! Und damit herzlich willkommen zurück zu Immortal Realms. Mein Name ist Yuseko und wir spielen heute den zweiten Akt der zweiten Kampagne. Da ich die Maus mal unten habe, sind wir hier gerade weggekommen. Und ich muss euch schon vorab ein kleines bisschen vorwarnen, denn die zweite Kampagne ist aus meiner Sicht leider die Kampagne, die am wenigsten Spaß macht, weil sie, wie wollen wir es formulieren, recht langweilig ist. Abgeschlossen. So, dann gucken wir mal, wie wir hier dennoch vorgehen und versuchen, schnellstmöglich durchzukommen. Der erste Kampf wird automatisch gemacht und let's go. Damit haben wir auch den ersten Weg schon erledigt. Hier werden wir noch ganz kurz das Gebiet einnehmen, bevor wir dann jetzt gleich zurückziehen. So, hier kann man noch eben mal dieses Gebiet holen. Das nehmen wir ein und ziehen auf die Einheit zurück und werden dann auch schon, nachdem wir die ersten Punkte verteilt haben, dann machen wir hier erstmal, nee, das müssen wir, unsere Armee oder, ah nee, wir brauchen Blut. Also, wir investieren erstmal vollkommen in unser Blut. So, das ist der Held, mit dem wir uns am besten auskennen. Den werden wir in der nächsten Runde dann mit unseren Einheiten versorgen, da ich ihn persönlich als den geeigneteren finde. So, das heißt, wir nehmen die Fledermaus mit, wir nehmen das mit. Wir haben jetzt noch keine Bogenschützen, darum sollten wir uns also jetzt sehr zeitnah kümmern. Erstmal die Tanks rüber und so passt das. So, die Einheit kann wieder zurückgehen bis zum Dorf. Die Bibliothek, die stört uns gerade nicht, aber das Dorf hat will ich haben. Sehr schön. So, hier können wir direkt auch weiterziehen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, die Festung da oben brauchen wir. Denn in einer Festung bekommen wir Einheiten. Und zwar Bogenschützen. Genau die, die wir jetzt auch brauchen. Hier werden wir nochmal ganz kurz gucken, was wir hier Schönes bekommen. Armee auswerfen. Sehr schön. Und weiter geht's. Was ist das? Neugeborene Vampire? So sieht das wohl aus. Let's go. So, ihr seht schon, erreiche Kleinstufe 8 und habe 750 Blut. Heißt also, wir haben hier eine Menge zu tun. So, der Armee sind wir nicht unterlegen, sondern sogar leicht überlegen. Deswegen nehmen wir den Kampf. Wir versuchen natürlich, so wenig Einheiten wie möglich zu verlieren. Gut. Wie wir hier spielen, da gucke ich mir das Spielfeld doch mal an. Auf der linken Seite haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. Das bedeutet, ich schiebe den hier rüber. Da haben wir Assassinen, da haben wir die ersten Tanks, die sollten wir mitnehmen. Den Krieger können wir mal ein bisschen an Seite stellen. Das wäre dann der nächste Tank. Wenn ich die beiden noch tausche, wäre das natürlich besser. Sehr schön. Und was haben wir sonst noch? Ihr seid Krieger. Ihr seht immer so aus wie Tanks, dabei seid ihr gar keiner. So, wollen wir den Bogenschützen? Ich glaube, wir haben keinen einzigen Bogenschützen, was die Sache hier an dieser Stelle doch recht schwierig macht. Na gut, starten wir und bringen die erste Einheit auf Position, die hätte ich gerne hier, obwohl wir hier vorne das Blut liegen haben. Ja, da sollten wir doch ein bisschen stärker sein als er. Nur minimal. Aber egal, wir sind es. So, dann werden wir direkt weitermachen. Und zwar geben wir ihm erstmal ein bisschen Schaden mit. War doch eigentlich. Nee, der war es nicht. Das war es auch nicht. 45 Schaden. Wir hätten, glaube ich, sogar vorher erstmal das Ganze ein bisschen aufleveln können. Haben wir natürlich mal wieder nicht gemacht, ne? Das ist halt schon mal scheiße. So, nochmal 100 Schaden hinterher. Dann ist er so gut wie auf 0. So, der Lord erhält 15% mehr Gesundheit. Damit können wir dann jetzt abgeben in die nächste Runde. Den Lord haben wir schon mal so halb außer
unter Kontrolle. So, da hochzukommen könnte ein kleines Problem werden mit unseren Kriegern erst recht. Deswegen ignorieren wir das und greifen ihn direkt nochmal an mit unseren Assassinen. Die machen ziemlich guten Schaden. Dann sollte sich der Lord hier im Moment von seinem Leben verabschieden. So, ihr Geister, ihr könnt durch alles durchlaufen. Deswegen ziehe ich euch erstmal auf die linke Seite. Daneben stellen wir die nächsten. Und ich hoffe, dass wir gleich an den Tanks dran sind, denn die hätte ich gerne weiter oben. Was machst du dafür an die Blitze? Hörst du auf? Das war abzusehen. Das auch. Leider haben wir ein bisschen das Problem, dass die nicht so nah aneinander stehen, dass sich das hier wirklich lohnt. Dafür ziehen wir aber jetzt mal unseren Tank ein bisschen in die Frontline. Die können wir nicht allzu weit bewegen, aber außenrum laufen sollte funktionieren. Was machen wir mit euch? Euch bringen wir eine Reihe hinter die Tanks. Ja, die müssen eigentlich links durch, dann ignorieren wir die mal. Der Tod dient uns. Ja, dann soll er euch mal dienen. Da oben müssen wir auf jeden Fall gleich mit unserem Helden reinkommen, damit wir da eine schöne AOE ansetzen können. Die Frage ist, können wir das? Eventuell kommen wir weit genug und das tun wir. Perfekte Ausgangssituation, um alle erstmal zu infizieren. Dann ist der Held von denen schon mal gestorben. Wir ziehen unseren Helden, also glaube ich, ja, ziehen wir den weiter in die Front. Ich würde fast sagen, das tun wir auf die Gefahr hin, dass wir ihn verlieren. Egal. So. Wir sind auf jeden Fall recht stark aufgestellt an der Situation hier. Dann gehen wir da mit den Assassinen direkt mal gegenüber und blockieren auch diese Einheit hier ein bisschen. So, was macht ihr? Ihr geht einfach mal hier vorne hin. Die Tanks sollten da noch theoretisch drankommen. Hier könnten wir von der Seite rein. Ich versuche natürlich die Einheiten zu halten an der Stelle, da ich sehr wenig Blut ausgeben möchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Da kommen wir leider nicht so weit, wie ich gerne würde. Deswegen gehen wir einfach nur mal dahinter. Eventuell werden wir gleich angegriffen. Dann ist das so. Für den Moment sollte das aber reichen. Jetzt hoffe ich, dass der Held die Runde überlebt. Na? Okay, da alle in die Defensive gehen, überlebt unser Held das natürlich. Muss sagen, es freut mich. So, das gegnerische Ziel erhält 45 Schaden. Dann setzen wir an auf dem. Ja. Okay, hat geklappt. Krieg erhalten, 10 Rüstung. Wunderbar. Die Explosion. Wir haben leider noch über 33%, weswegen wir hier nicht allzu viel machen können. Wir könnten eine Einheit beschwören und sie dann gleich opfern. Die Möglichkeit würde auf jeden Fall bestehen. Davon mache ich jetzt auch mal Gebrauch, damit unser Held einfach eine Runde länger überlebt. So, das haben wir gemacht. Der Held sollte wieder genug Leben haben. Die Einheit kann nicht allzu viel machen, außer ein bisschen weiter vorkommen. Die können wir jetzt hier langsam rausholen, bis hierhin, damit die andere noch weiterlaufen kann. Die hier hat auch nichts zu tun, deswegen lassen wir sie sogar mal da hinten stehen. Die ziehen wir schon mal ein bisschen nach links. So, nee, ihr könnt immer noch nichts machen. Da oben bewegen sich die Bogenschützen. Leichenexplosionen wären unter 33%. Das schaffen wir mit der Einheit nicht ganz. Ah, schaffen wir mit den anderen nicht. Attacke. So, ihr seht schon, da oben fangen die Einheiten an, Leben zu verlieren. Dadurch, dass sie halt hier in der Scheiße stehen. Für mich eine gute Sache. So. Dann gucken wir mal eben. Wir sind dran mit der leichten Explosion. Er ist drunter. Deswegen verpassen wir ihm da noch einen kleinen Zauber. Erster Bogenschütze ist raus, ohne ihn zu erreichen. Die anderen zwei ticken weiter an ihren Seuchen runter. Da ist uns auch dann langsam mal das Mana ein bisschen ausgegangen. Aber egal. Wir haben mehr als genug geschafft bisher. Die Bogenschützen da oben sollten wir am besten sofort angreifen. Die sollten dann dem nächsten Tick eventuell sogar tot sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Die ebenfalls, weil sie haben ja noch ihren Verfall drauf. Also bekommen die auch mal ein bisschen was ab. Und die nächsten Geister kümmern sich dann, dass nur so geht, um diese Einheit. Dann haben wir ihn doch erstmal ganz gut in die Ecke gedrückt. So, gleich. Oh, hat nicht gereicht. Der Verfall ist noch nicht ausgelaufen. Was soll das? Die versuchen wir gleich zu retten auf jeden Fall. Die können wir wohl nicht mehr retten. Die sind Geschichte.
Werden wir aber dann austauschen. Hier werden wir mal stehen bleiben mit der Einheit, da ich die andere gerne dran vorbeikriegen würde. Die ignorieren wir auch mal. Die können wir mal bis dahin schicken. Und die holen wir auch schon mal weiter an die Front. Für den Fall, dass da diese Einheit ebenfalls fällt. Wobei mich gerade irgendwie so beschleicht das Gefühl, dass das Heiler sind. Ja, denn hier, verursacht 8% Grundschaden. Ah, nee, okay. War es nicht. Wir haben auf jeden Fall auch Heiler. Ich glaube, dann die Geister sind das. Da ist er gefallen. Leider ein bisschen später als gehofft. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir jetzt das Spielfeld bereinigen werden. So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Das reicht aus, um da nochmal ein bisschen was draufzusetzen. Ich möchte nämlich diese Einheit auf jeden Fall am Leben lassen, damit ich nur einen Verlust habe. Ihr könnt da oben mal unterstützen. Ich habe ich war aber wieder. So. Ihr könnt dann theoretisch da oben die im Kombi... Ah, nee, wir hätten die oben in der Kombi sonst ausschalten können. Vielleicht sollen sie noch einmal angreifen, bevor sie sterben. Ist das ein bisschen... Ah, das ist ein bisschen mehr, wenn wir von oben angreifen. Nutzen wir das. Wir werden auf jeden Fall gleich eine Armee von uns optimieren. Die andere ist mir dann relativ egal. Denn die ist wieder nur dafür da, dass wir hier zusätzliches Blut einsammeln. Das Spiel kennt ihr ja bereits. Und da empfehle ich euch gerade auf dieser Karte, haltet euch ziemlich defensiv. Das ist hier vollkommen in Ordnung. Ihr müsst nicht auf Biegen und Brechen an die Front rennen. Denn im Endeffekt könnt ihr da eh nicht so viel gegen unternehmen. So, das soll es gewesen sein. Im nächsten richtigen Zug sind wir dann durch. Das ist jetzt erfolgt. Damit haben wir eine Einheit verloren. Womit ich auf jeden Fall lebe. Sehr schön. Wir sollten, das gebe ich euch auch als Hinweis, diesmal immer darauf achten, so wenig Einheiten wie möglich zu opfern. Wenn eine stirbt, gehört dazu. Der Ladebalken da unten ist aber auch, glaube ich, neu. Also dieses rote, ne? Kam wohl mit dem letzten Update. So, wie gesagt, die eine Einheit ist tot. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Wir werden dieses Gebiet einnehmen. Und was wir auf jeden Fall einnehmen wollen, ist jetzt hier diese Festung. Denn genau diese brauchen wir. Wir gehen oben einmal weiter. Und zwar müssen wir jetzt gucken, dass wir die Helden der nächsten Stufe bekommen. Ich bin gerade am Überlegen, gab es hier schon die Rang 3 Einheit? Ich glaube, die gibt es hier noch nicht. Nee, hier gibt es wohl nur die Rang 2 Einheit. Oder habe ich sie jetzt übersehen? Ja, jeder von ihnen kostet weniger. Angriff, Horror. Ist auch okay, erhöht die Mana-Slots, auch okay, okay, alles klar. Wir können nur Rang 2 Einheiten hier nutzen. Das war das Wort, auf das ich nicht kam. Wir werden hier nochmal dafür sorgen, dass wir mehr Blut bekommen. Denn wie gesagt, das ist hier einfach das Wichtigste in der nächsten Runde. Nehmen wir hier den Ausbau vor. Du kannst mal eben hier schon mal einnehmen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch eine Karte finden. Da ist auch eine mit Blut. Die wir natürlich auch sofort spielen werden. Alle Einheiten der Lore verlieren, das ist sehr wichtig. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen auf jeden Fall gleich da oben anfangen, das Dorf auszubauen. Aber bis wir soweit sind, können wir die Runde eigentlich abgeben, sofern wir den hier erstmal gelevelt haben. Gebiet ist 3x3, das brauchen wir auf jeden Fall. Die Leichenexplosion sollte auf 75 erhöht werden. Das ist die gar nicht. Moment mal. Ah, okay. Falsche Karte im Kopf gehabt. Verringert die Mana-Kosten auf 4. Dann können wir da ein bisschen mehr mitspielen. Und die Level kriegen wir auf jeden Fall gleich auf die Reihe. Jetzt werde ich die Runde abgeben. Und dann hier einmal heilen. Einmal sollte mir reichen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall hier sagen, wir schalten hier zwei Einheiten frei. Und schauen direkt mal, ob wir da überhaupt schon eine von kriegen können. Offiziell sollten wir also auch Rang 3 Einheiten kriegen. Und wieso? Moment mal. Bin ich hier im falschen Gebäude? Was soll das? Seht ihr mal, ich habe irgendwas übersehen. So, du gehst auf jeden Fall erstmal hier rüber. So, das ist schon mal wichtig. Dann bauen wir das Gebäude auf jeden Fall aus. Das ist auch ganz wichtig. Dann ist ebenfalls ganz wichtig, dass wir die Bevölkerung anheben. Das machen wir jetzt an der Stelle. Und ja gut, das Blut, das bringt uns jetzt gar nichts. Das bringt uns auch nichts. Jetzt
habe ich aber... Nochmal schnell geheilt natürlich. Jetzt bin ich mich gerade am Fragen, wo haben wir die? Genau, den Friedhof brauchen wir. Da gibt es dann die Bogenschützen drin. Und die sind Rang 2. Hier mal kurz gucken. Du bist auch Rang 2. Ja, okay. Es gibt noch keine Rang 3 Einheiten in dieser Mission. Irgendwie hatte ich das in Erinnerung, dass es die hier geben würde. Aber okay. So ist dem. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann ziehen wir das. Und 2 Bevölkerung ist äußerst wichtig für uns. Haben wir. Wir werden jetzt auf den Friedhof gehen. Den müssen wir natürlich auch einnehmen. Und da unten sehen wir schon, ist die nächste Armee, die auf uns wartet. Die kann allerdings nichts. Und vermutlich wird diese uns deswegen auch nicht angreifen. Also gehen wir hier mal auf Abbruch. Werden das hier oben ausbauen, wenn wir das gut hätten. Aber mit der Opferungskarte sollte das funktionieren. Wir werden jetzt hier einmal erst den Ausbau vornehmen. So. Dann werden wir dieses Dorf aussaugen. Werden die Karte spielen, womit wir 2 Bevölkerung kriegen. So. Werden das Dorf noch einmal aussaugen. Damit haben wir jetzt die ersten 44 und sind damit in der Lage, hier unseren ersten Bogenschützen. Nee, der kostet. Moment mal, was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Ihr merkt schon, ich bin heute nicht so hundertprozentig auf der Spur. Das nehmen wir mit und in der nächsten Runde werden wir dann den nächsten Ausbau machen. So rum ist das. In der Zwischenzeit können wir uns dann da oben die Karte holen. Wir geben die Runde ab. Sehr schön, dass er mich angreift, dann muss ich das nämlich gleich nicht machen. Dankeschön. Gib mir eine nette Karte. Natürlich nicht. Ausbau. Dann haben wir die Rang-Einheiten direkt auf Rang 2. Wir können dieses Dorf vom Gegner leider nicht ausnehmen, was mich gerade ein bisschen gewundert hat, weil ich dachte, das ginge. Okay. Gehen wir hier rüber, holen uns das Dorf und da steht schon wieder dieser die nächste Vampir Armee. Dieser hat die Kontrolle über das Dorf übernommen, aber er hat die Sterblichen am Leben gelassen. Schwächling. Close. Wir haben hier nochmal ein paar Punkte bekommen. Wir werden dafür sorgen, dass wir nochmal mehr Blut bekommen, wenn wir aus einer Schlacht herausgehen. Trinken ist kostenlos, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Allerdings sollten wir jetzt auch anfangen, unsere Truppen ein bisschen zu erhöhen. Verringert die Kosten von Rang 2 Einheiten, das wäre zum Beispiel sowas, oder erhöht die Auswahl von Macht. Wieso haben wir kein... Ich habe gerade irgendwas, ja. Ich habe was angeklickt. Aber das war alles in Ordnung. So, da kommt der Angriff, auf den haben wir irgendwie ein bisschen gewartet. Den spielen wir automatisch. Gib was. Stufe 8. Wir nehmen auf jeden Fall das Dorf ein. Wir können es aussaugen, ohne dass wir drinstehen. Das war der Unterschied. Heißt, wir nehmen es trotzdem erstmal ein. Wir werden es aussaugen und uns einmal heilen, damit wir wieder volles Leben haben. So, die Karten sind durch. Wir spielen also als nächstes die Verrottenkarte und werden die jetzt auf 75 erweitern. Und damit haben wir noch 2 Karten, die wir gerade nicht geupgradet haben. Hier oben merkt ihr schon, wir haben eigentlich nicht wirklich viel zu tun, beziehungsweise wir können hier oben nicht so viel tun. Wir achten immer darauf, dass wir hier diese Blutkarten bekommen, die wir dann auch umgehend ausspielen. Damit ist diese Runde dann auch jetzt schon wieder beendet. Wir könnten gleich noch die Ritualstätte einnehmen, die uns aber vom Großen und Ganzen her nichts bringt. Der Drakulwald wäre eine Überlegung wert, genauso die Bibliothek. Für den Moment allerdings bringt uns das nichts. Wir wollen der Ewiger haben, damit wir ein bisschen günstiger an die Truppen gleich rankommen. Deswegen gehen wir erstmal die Runde an. So, 3 Züge, damit gehen wir auf den Friedhof. Ihr merkt schon, wir halten uns wirklich sehr defensiv auf aktuell. Wir nehmen den ersten Skelettbogenschützen mit. Nein, das tun wir nicht. Das machen wir, sobald wir Level Up haben, würde ich sagen. Um das zu erreichen, müssten wir irgendwas einnehmen. Dann gehen wir hier hin, nehmen die beiden ein, dann haben wir Level Up und können die Einheit günstiger kaufen. Die Karte werde ich auf jeden Fall mal behalten und ich gebe ab in die nächste Runde. So, da haben wir wieder. Das ist wichtig, das ist gut und das ist mir schon fast zu teuer. Dann nehmen wir die Karte mit. So, Blut sparen ist hier die Devise. Wir gehen in den Wald, Level Up. Ich hätte mal gucken können, was da für eine Karte drin ist. Können wir auch nächste Runde noch machen. Einmal die Ritualstätte noch schnell einnehmen. Und dann bewegen wir uns schon wieder zurück da oben Richtung Dorf. Die Karte kann man eben mal ausspielen. Das Dorf oben könnte ich theoretisch aussaugen. Würde mir aber für den Moment zumindest nichts bringen.
Dann spielen wir nochmal den letzten Vermächtnispunkt, damit wir die Einheit jetzt günstiger bekommen, haben keine weiteren Punkte und geben somit die Runde jetzt. So, das wäre erledigt. Wir ziehen eine Einheit hoch. Wir gehen hier oben die Bevölkerung mal eben aussaugen. Gib mir die. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die ersten 77 Blut und sind hier in der Lage, durch die Vergünstigung jetzt die Bogenschützen für 22 zu kaufen. Wir könnten allerdings sogar noch eine Runde länger warten, da wir gerade eh nicht angegriffen werden, oder zwei Runden, um Stufe 10 zu erreichen. Und das tun wir... Nee, komm, das tun wir nicht. Wir ziehen ein bisschen weiter. Wir holen uns erstmal diese hier und ziehen Richtung Dorf weiter, damit wir das auch noch ausgebaut bekommen. Das ist nämlich ziemlich wichtig, hier die Dörfer schnellstmöglich auszubauen, damit wir auch zügig hier weitere Einwohner reinbekommen. Das Dorf ist noch immer leer. Dann gucken wir mal, ob wir hier eine neue Karte kaufen können. Ich denke, ja, doch. So, was brauchen wir denn? Vier Einheiten erhalten eine Erfahrung. Das ist erstmal ganz gut. Das bringt uns gar nichts. Das wäre zu überlegen, weil wir die für ein einziges spielen können. Also er würde uns 5 Mana kosten, 2 Einheiten. Das machen wir. Dann holen wir uns hier nochmal das Dorf, werden das ein bisschen ausbauen, damit der Rest dann schneller geht. Jetzt haben wir das Bevölkerungslimit um 2 erhöht. Bedeutet, wir kriegen jetzt die 2 Leute unter. Damit sind wir auf 3. Wir saugen das Dorf aus und sind wieder auf 77 gestiegen. Damit sind wir für diesen Zug auch schon wieder durch. Check. So, hier können wir jetzt gerade auch wieder überhaupt nichts machen. Mit dem könnten wir jetzt hier gucken, ob wir eine Karte finden. Nein. Dann können wir den in der nächsten Runde verwenden. Ihr merkt schon, ich habe nicht vor, hier großartig weiter zu laufen. Ein bisschen weiter will ich gehen, damit wir auf jeden Fall nochmal in die Stadt kommen. 2 Bevölkerung ist immer sehr gut. Die nehmen wir für den Notfall mit und die ebenfalls. Hier können wir nochmal schnell gucken, dass wir das Haus löschen und dann schauen, dass wir 20 Blut mitnehmen, würde ich sagen. Und 20 Blut, wir sind auf 93. Die Armee kann direkt weiterziehen. Das Haus hat wieder Einwohner. Die saugen wir natürlich auch aus. Und hier ziehen wir direkt mal weiter, dass wir wieder an dieses Haus rankommen. Und geben diese Runde ab. Okay, wir haben 111 Blut von 750, die wir insgesamt brauchen. Wenn wir das so weitermachen, könnt ihr euch vorstellen, das dauert ewig. Wir werden auf jeden Fall da oben jetzt erstmal weiterziehen und das nächste Dorf holen. Damit haben wir hier schon mal auf der Ecke auf jeden Fall 2. Haben wir alles durch? Ja, wir gehen lieber hier hin, dann sehen wir halt immer, wenn wir ein Buch kaufen können. Wie jetzt zum Beispiel. 2 Aktionspunkte, ist mir egal. Dann nehme ich diese Karte mit. Gehe dann dahin zurück. Da ich das in der nächsten Runde vermutlich brauche. So, nächste Runde ist gestartet. Nichts passiert. Wir können, da wir hier keine Einwohner drin haben, diese Karte spielen, bloß diese Karte. Dann haben wir hier 4 Einwohner drin. Die bauen wir aus. Wir sind auf 135. Haben also schon wieder etwas Gewinn gemacht. Da passiert gerade gar nichts. Die nehmen wir ein und hier holen wir uns dann schnell das Dörfchen. Das können wir auch eigentlich in der ersten Runde schon machen. So, jetzt sind wir bei 162. Weiter geht's. Die Runde wird beendet. Wenn wir jetzt an der Stelle weiter nach was ist das? Westen laufen? Ja, Südwest. Dann hätten wir da unten ein kleines Problem, weil wir damit einen großen Krieg auslösen, was wir in der aktuellen Situation überhaupt nicht wollen. Wir wollen eher hingehen und sagen, ja, komm, wir schnappen uns das Dorf nochmal, laufen dann hier rüber, warten, dass da wieder weiter Einwohner kommen und geben erstmal diese Runde wieder ab. So, ihr merkt schon, der Gegner macht so gut wie gar nichts. Die nehme ich auch mit, die ist nämlich ziemlich mächtig, die Karte. 2 Einwohner haben wir hier drin, auch da oben sind 2 Einwohner, haben wir eine Blutkarte, nee, aber 2 Einwohnerkarte. Heißt, wir laufen hier rüber, 2 Einwohner können rein, das Dorf aussaugen, damit haben wir jetzt 190. Das haben wir noch nicht ausgebaut, deswegen sagen wir das jetzt einmal so aus, geben jetzt 2 Einwohner drauf. Und saugen es direkt nochmal aus. Jetzt sind wir schon bei 240, haben das erste Drittel also schon mal hinter uns. Es lohnt sich, wie gesagt, nicht, wenn wir jetzt schon weiterziehen würden. Das ist alles bei 0. Das heißt, wir gucken hier nochmal nach und gehen hier nochmal hin zur Bibliothek. Dann können wir die nämlich in der nächsten Runde spielen. So, die Runde wird abgegeben.
da gehört jetzt auch diese. Wir nehmen die 20 Blut natürlich. Wir nehmen hier gar nichts mit. Wir haben nämlich nichts, 20 Blut abgeben. Müssen hier oben nichts machen und geben sofort unsere Runde wieder ab. So, wie sieht's hier aus? Da hat sich auch noch nichts getan. Die Einwohner sind leer. Damit werden wir diese Runde sofort abgeben. Was haben wir hier? Wir können die Bevölkerung, die nutzen mir eigentlich alle nicht die Karten, außer diese. Hiermit könnte man nämlich Blut generieren. Das nehmen wir mal mit. Und wir nutzen diese Karte. Jetzt haben wir vermutlich zu viele auf der Hand. Ja, sehr schön. Habe ich befürchtet. Was haben wir denn hier Schönes? Die sind alle Mist. Dafür gebe ich kein Geld aus. Wie sieht es hier aus? Da nehme ich natürlich die Blutkarte mit. Die spielen wir auch sofort. Einmal ausspielen. Die Armee dürfte Full Life haben. Ja, selbst das Mana ist da. Damit können wir die Karte erstmal loswerden. Das. Ja, kommt noch die weg. Jetzt haben wir nämlich hier wieder genügend Platz. Wir können nicht weiter was machen. Und gehen wir. Da haben wir die ersten zwei Einwohner drin. Somit gehen wir hier rüber, holen uns das und ziehen die hier auf. Achso, wir hatten abgelegt. Alles klar, ich vergaß. Und zwei Leute drin, die gehen wir uns jetzt als nächstes mal holen. Hätten wir anders geschickter laufen können. Ist jetzt so. Nehmen wir den einen mit. Natürlich geht er nicht mit. Dann gehen wir hier rüber. Könnten wir auch das Dorf hier so aufbauen. Dann kriegen wir aber nur 16 raus. Deswegen empfehle ich euch in der Regel, wartet da. Wir sind bei 320, haben also schon nahezu die Hälfte von dem erreicht, wo wir hin müssen. Da wir auch ansonsten jetzt gerade nichts mehr zu tun haben, gehen wir die Runde an. Und ihr merkt schon, der Gegner hat immer noch kein Interesse daran, uns irgendwie anzugreifen oder gefährlich zu werden. Ah, komm. Check. Wir verhalten uns hier ein bisschen defensiv. Die Karte will ich auf jeden Fall haben. Dann, total egal. Ihr müsst bedenken, ansonsten wäre die Alternative, dass wir mehr an die Front gehen. Und mehr an der Front müssen wir mehr kämpfen, wodurch wir wiederum mehr Ausgaben haben für Reparaturkosten unserer Armee. Wollen wir es mal so formulieren, wir sind halt über der Hälfte. So. Die werden wir natürlich auch wieder ausnehmen. Und mir fällt gerade ein, die Städte können immer nur auf 1 kommen. Weil wir sie überhaupt nicht ausgebaut haben. Wir geben die Runde ab. Check. Deswegen saugen wir die auch sofort aus, machen uns wieder auf Richtung Bibliothek. Und bei der gucken wir auch nochmal nach. Da können wir jetzt gerade nichts machen, somit bleibt uns nur die Runde wieder abzugeben. So, tut mir leid, dass das diesmal ein bisschen langweiliger wirkt. Wir haben nur zwei Kämpfe gehabt bisher. Zwei Aktionspunkte bisher interessiert nicht. Die Blutlinie könnte interessant sein. Denn damit dürften wir Level abbekommen. Deswegen habe ich das gerade geholt. Level 10 und wir können gucken. Womit wir LDA erfahren hat, ist mir doch egal. Ich habe hier vorne nichts, was mich gerade interessiert, stelle ich fest. Außer dass Trinken kostenfrei wäre. Heißt also, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das noch mitnehmen würden. Das da auch dann. Ah, sollten wir so weit kommen. Machen wir es so. Das ist durch, das Hammer. Und wir ziehen in die nächste Runde. So, du gehst mal darüber. Du gehst auch schon mal hier oben langsam zum Dorf zurück. Und wir geben die Runde ab. Ja, ich glaube, dass das obere Dorf ist zuerst dran. Der kann gerade nichts machen. Wir geben also sofort die Runde wieder ab. So läuft das. Erfahrung halt, das sind alles Karten, die wir gerade nicht ganz brauchen können. Deswegen nehmen wir irgendwelche mit, um die gleich löschen zu können. 13 Karten auf der Hand. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. Nummer 3 ist weg. Auch die geht weg. Ah, die wäre vielleicht... Ah, nee. So, einmal, wir wollen das Dorf aussaugen, gehen hier rüber, da können wir nichts mehr machen. Hier sind zwei Einwohner drin, deswegen darüber. Und hier schauen wir mal eben, was wir bekommen. 20 Blut, die nehmen wir sofort mit und spielen sie aus. Check.
So, einmal aussaugen. Dann gucken wir mal gleich, was wir hier in der Bücherei noch finden. Ihr seht schon, es fehlen nur noch 300 Blut aktuell. Alles, was uns Bevölkerung bzw. Blut gibt, ist gerade das, was wir suchen. Und da haben wir HP, interessiert mich nicht, die interessiert mich eher auch nicht, aber egal, jetzt haben wir sie. Wir geben die Runde ab. Check. Ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es selber sehr traurig, dass man die Mission so startet bzw. so spielt. Hätte euch da gerne ein paar Kämpfe mehr geboten, aber aktuell ist das einfach gerade nicht drin. Die Karten sind natürlich mal wieder alle Schrott, also nehmen wir irgendwelche. Gehen wir hier rüber. Du kannst in der Zwischenzeit das Dorf aussaugen. Du kannst dieses hier aussaugen und gehst dann schon mal hier rüber. So, die können wir darauf spielen. Haben wir zwar einen Loot verloren, aber dann ist das gerade so. Das können wir so machen. Und damit haben wir genug Karten los. Passt. Einmal gibt die Runde ab. Hier runter bitte. Und dahin. Und dann schon mal vorbereiten, dass wir die Runde auch sofort wieder beenden. Schauen wir mal. Wir haben wieder nichts, was uns Blut bringt. Äußerst ärgerlich. Anders kann man das gerade nicht sagen. Deswegen müssen wir hier wieder hoch und die Runde dann abgeben. Ihr merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir brauchen immer noch 300 Blut. Wir würden natürlich... Oh, was haben wir denn da? Wieder keine Karte. So, du gehst dahin und damit sollte dieser Turn jetzt auch vorüber sein. Das ist eine schöne Karte. Die anderen sind nicht so schön, aber die mit den zwei Einwohnern gefällt mir auf jeden Fall. Deswegen werden wir hier erstmal gucken, haben wir wieder eine schöne Blutkarte. Wir haben es sehr gut. Dann hier rüber, wir spielen erstmal diese 20 Blutkarte, dann spielen wir diese zwei Bevölkerung noch auf dieses Dorf, saugen es aus. Und ihr seht schon, jetzt fehlt nicht mehr ganz so viel, es geht aufs Ende zu, das noch einmal aussaugen hier rüber. Hoffen wir mal, dass wir da gleich was Vernünftiges drin finden. Zwei Karten zu viel, die werden wir noch eben los. Dann nehmen wir einfach immer die Karte weg und die Karte weg. Beenden das Ganze und gehen in die nächste Runde. So, hier noch einmal das Dorf ausnehmen, bevor wir uns dann auf den Friedhof runter bewegen. Da oben kriegen wir jetzt erstmal keine Karte mehr. Deswegen können wir hier die Runde schon abgeben. Diese Runde klappt es, dass wir auch die Bücherei nochmal aufsuchen können. Und ihr merkt schon, wie intensiv wir hier am Kämpfen sind. 20 Blut ist gerade sehr gut. Und die Zahl wird weniger, die wir brauchen. So, wir geben ab. Die Runde ist beendet. Sollten jetzt gleich wieder Karten bekommen. 1, 2, 3. Bis dahin. Die kann stehen bleiben. Hier closen wir das Ganze mal. Und geben das noch einmal ab. Hierher leider gar nichts Gutes dabei. Das heißt, wir nehmen irgendwelche, gleich wird gelöscht, da einmal ausbauen. Darüber. Hier gucken wir erst nach. Wir haben diesmal keine. Wir nehmen auch die vier Blut nicht mit, sondern gehen hier in das Dorf und saugen das mal eben aus. So, haben wir, jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich die Karte noch genau diese hier? Und zwar, ich möchte es jetzt ausprobieren: eine Karte, damit kostet alles 0. Und jetzt werden wir mal die gesamte Hand hier abwerfen. Wirf alle Karten. Sehr viele neue Karten und ich sehe schon sehr viel Mist. Außer, die ist gut. Nein, die will ich nicht haben. Da war doch noch eine davon, oder? Habe ich nicht zwei davon gesehen? Nee, scheinbar habe ich mich da verguckt, aber das Dorf können wir nochmal aussaugen. Uns fehlt eh nicht mehr so viel, von daher passt das. Ihr seht schon, 130 Blut fehlen noch. Die Runde wird abgegeben. Gucken wir uns das mal. Und dann geht es auch schon weiter hier runter. Hier gucken wir mal schnell nach. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich hier eine Karte noch drin hatte. Und zwar...
Zugphase, aber ihr kommt, wisst ihr was? Wir riskieren das einfach mal. Und wir schmeißen nochmal alle Karten ab. Diesmal kostet uns das Ganze allerdings 6. Ah, das war wohl nichts. Die kann gelöscht werden. Die kann gelöscht werden. Oh, da waren 20 gut. Damit haben wir Gewinn gemacht. Habe ich übersehen. Leider sind das Aktionspunkte und keine Bevölkerung. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen zögern wir gar nicht lange und geben wieder die Runde ab. Kommen wir hier zur Bücherei. Aber was Schönes bei. Ja, sieht ja wunderschön aus. Mitspiel. So, Runde wird abgegeben. Check. Und dann einmal nach da hoch. So, jetzt macht sich langsam bei mir auch die Allergie wieder breit. Das ist gar nicht lustig. 15 Blut, sehr schön. Die nehmen wir auch mit. Und das war's. So, einmal für das Dorf und dahin. Gibt mir eine Karte. Leider nichts Gutes dabei. Also bleibt uns nichts anderes übrig als das. Nein, hörst du auf. Die Karte will ich spielen. Und dann kann ich abgeben. So. Hier einmal noch das Dorf aussaugen. Wir brauchen also nur noch 30 Einheiten. Das haben wir spätestens, wenn dieser Turn vorbei ist, dann auch zusammen. So, hier noch schnell die Bücherei. Vielleicht haben wir hier auch nochmal ein paar gute Karten drin. Wer weiß das schon. Natürlich haben wir die diesmal nicht dabei. Also machen wir schon mal wieder auf den Rückweg. Ich muss sagen, das ist mit Abstand die leichteste Karte, die ich je gespielt habe. Kann es auch leider nicht ändern. Ich würde euch da gerne ein bisschen mehr Unterhaltung geben, aber dann kann ich euch versichern, würde das um einiges länger dauern. Und schließlich geht es ja hier eher darum, einen Weg zu finden, das Ganze recht zügig zu beenden. Und in meinen Augen ist das hier der schnellste Weg. So, die Karten nehmen wir mal mit. Dann werden wir das Dorf hier mal ausnehmen. Dann gucken wir mal hier. Gibt mir bitte eine schöne Karte noch zum Schluss. Nee, haben wir nicht. Dann müssen wir hier rüber. So. Und da fehlen mir nur noch sehr wenig Karten. Und in dem Sinne würde ich doch einfach mal sagen, wenn ich die Karte spiele, ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen recht schönen Tag und ich verspreche euch, morgen wird das Ganze ein bisschen spannender. Ich muss dir danken, törichter Dieb. Dein Volk hat ein vorzügliches Festmahl abgegeben. Wie fühlt es sich an, deine Heimat brennen zu sehen? Ich fühle nichts. Nein, natürlich nicht. Deine Seele gehört jetzt mir. Wir haben genug Blut gesammelt, um dir etwas Gesellschaft zu geben. Zeig mir den Weg zu Drakuls Braut.